Willkommen zu einem weiteren Tutorial für Torchlight 2. Ich möchte euch eine weitere Möglichkeit zeigen, wie ihr Gold farmen könnt. Ich bin jetzt schon in einem relativ hohen Level und es geht hier um die Face Beast Challenges. Und dazu gehe ich einfach mal ins Spiel zurück, in den Singleplayer. Und ich bin jetzt im Moment schon in einer Face Beast Challenge. Die ja, kämpfe ich jetzt mal hier vor euch zu Ende und zeige euch dann den Trick, wie ihr dort farmen könnt. Also ich bin jetzt in dieser Challenge, kämpfe mich da durch. Ich werde euch jetzt nicht den ganzen Kampf zeigen, ich zeige euch einen kurzen Ausschnitt und ja, dann verabschiede ich mich und schneide hier ein bisschen. Also hier werden eben wie in so einer Arena verschiedene Monsterchen besiegt. Ich weiß nicht, wie diese, ob diese Facebeast Challenge einen Namen hat. Rechts oben steht nur Facebeast Challenge. Kämpfe mich also durch, komme jetzt hier noch zum Bossgegner. Und kommt noch was. Ja, da kommt noch mal was. So, wenn jetzt diese Facebeast Challenge zu Ende ist, ploppt hier ganz viel Gold auf. Ich habe sogar schon mal nachgezählt. Es sind also ungefähr 12.000 Gold, die es jetzt in meinem Fall gibt. Je nach Level halt wahrscheinlich anders. Kann hier noch die Chests aufmachen, da bekomme ich sogar noch ein paar Items. Ja, der Trick jetzt beim, wenn ich jetzt hier wirklich viel, weiterhin viel Gold haben möchte, beende ich das einfach. Darf aber auf keinen Fall die Facebeast Challenge verlassen, also nicht in dieses Portal to Surface gehen. Und klicke jetzt wieder auf Resume Singleplayer und dann geht die Facebeast Challenge von vorne los, werdet ihr gleich sehen. Jetzt stehen die Monster hier wieder bereit. Ich gehe laufe in die Mitte und dann kommen sie auch schon Sprung. Also da geht's hier von vorne los. Und ich kann eben das ganze Gold wieder von neuem einsagen. Das könnt ihr eigentlich unendlich oft wiederholen. Und ja, also hier in meinem Fall hier die 12.000, ja, Euro will ich nicht sagen, ist ja nichts wert, aber diese 12.000 Gold, ist ja auch schon eine ordentliche Summe.